Einen wunderschönen guten Nachmittag hier vom Steirerhof in Bad Waltersdorf. Mein Name ist Peter König und ich bin Teil vom Küchenteam und möchte euch Ihnen heute in dieser wunderschönen Showküche eine sommerliche Vorspeise zeigen. Dazu gibt es heute ein Tomatentartar, angerichtet auf einer Zucchini-Platte mit marinierten Rucola und einer konvierten Tomate. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das funktioniert. So, anfangen du jetzt mit dem Zwiebel anschwitzen. Und du hier leicht etwas anschwitzen in Olivenöl. Zur gleichen Zeit kann ich hier auch gleich die Pfanne aufstellen für die Zucchini-Platte, damit die mir auch fertig wird. Die tue ich nur leicht salzen und pfeffern. Die wird gerade bis es salzen und pfeffern. Dazu gebe ich auch noch ein bisschen etwas. Was ich gerne immer mache, ist ein bisschen Zucker zum Zwiebel dazugeben, damit der Zwiebelgeschmack nicht so rausstift. So, und hier zeige ich Ihnen noch schnell, weil es gibt noch eine konvierte Tomate. Das ist dann immer eine Cherry-Tomate. Die schneide ich hier kurz ein, oben. Gib die dann kurz ins heiße Wasser, kochende. Immer nebenbei auf meine. Das kurz blanchieren. So, dazu gebe ich jetzt etwas Tomatenmark und noch etwas Knoblauch. Die gebe ich auch ein bisschen später rein, damit der mal nicht anbrennt und bitter wird. Du das ganz leicht abrösten lassen, also nicht zu sehr, nicht zu stark, dass es bitter wird, ganz leicht. Du dieses dann mit etwas Weißwein ablöschen und gib dann auch noch etwas Tomatensaft dazu. Ich lasse es jetzt ganz kurz einkochen, bis eben der Zwiebel weich wird und es eine. So, diese Tomate ist jetzt im Schritt, ich gebe dann schon ins Eiswasser. Gebe ins Eiswasser und dann tue ich die so halten, so aufziehen wie eine Blüte. Diese Tomate gebe ich dann in Kräuteröl, also Olivenöl, so bis zur Hälfte bedeckt, Olivenöl, und gebe es dann bei 94 Grad für 2 Stunden, gebe ich das dann in den Ofen. Dann wenden. Schneide ich schnell frische Kräuter, hier das Tomatensalat, Basilikum, Thymian, Rosmarin, einfach so ein bisschen mediterranes Gemüse, was jetzt gerade frisch im Garten wächst. Hacke ich ganz schnell zusammen. So, das schaut einmal schon ganz gut aus. Und dann vermische ich das alles. So, jetzt habe ich hier noch zwei Sachen vorbereitet. Einmal getrocknete Tomaten. Wenn jemand einen Fleischwolf zu Hause hat, kann er es runterfrischieren. Oder ich habe das ganz fein gehackt. Dann gebe ich das rein. Dann habe ich hier etwas Tomatenkonkassee, nennt man das. Also das ist eine Tomate, gehäutet, dann entkernt und dann in feine Würfel geschnitten. Und jetzt gebe ich hier die Zwiebel mit dem Tomatensaft. Das mische dann alles gut durcheinander. Eventuell, wenn es ein bisschen flüssiger und wenn es ein bisschen flüssiger war, kann man noch etwas Tomatensaft dazugeben. So, gebe meine frisch geschnittene Kräuter dazu. Etwas Pfeffer. Und etwas Salz. So, und dann schaue ich einfach ein bisschen auf die Konsistenz, ob es möglich ist, einen Nockerl zu drehen, was jetzt hier ganz gut ausschaut. Sonst, wenn es zu feucht ist, kann man gerne ein bisschen etwas Brösel reingeben, dann bindet es etwas schöner. Oder eben, wenn es zu trocken ist, gebe ich noch ein bisschen Tomatensaft dazu.
So, nebenbei mache ich hier noch schnell eine Marinade für den Rucola-Salat, was noch dazu kommt. Natürlich etwas gelöstes Tomatenessig gebe ich dort rein. Etwas Honig. Bisschen an Senf. Und natürlich auch Olivenöl. So, das wird dann schon zusammen. Habe. So, kommt da auch noch ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz noch rein. Dann ein bisschen Olivenöl. Dann den Marinadehopfen, meinen Rucola. Den mariniere ich dann ganz frisch, bevor ich es anrichte, weil sonst, wenn man ihn zu früh mariniert, wird er zu weich. So, und dann sind wir ja schon fertig mit den Vorbereitungssachen. Jetzt geht es nur zum Anrichten. So, dazu lege ich hier diese abgekehrte Zucchini-Scheibe hier auf den Teller. Mache mir jetzt den Tomatenkern feines, feines Nockerl. So, jetzt kommt diese konvierte Tomate, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, im Ofen. Die schaut dann, wenn es fertig ist, schaut es dann so aus. Das ist das Kräuteröl, in dem ich das eingelegt habe. Und das ist dann sehr, also die Tomate selbst ist sehr saftig und gutes Aroma. Und oben ist es sehr einen leichten Crunch, so wird man. So, weiter habe ich noch hier ein Brotchip vorbereitet. Das geht, funktioniert so. Da habe ich das Ciabatta-Brot ganz fein drin aufgeschnitten, etwas mit Salzbutter abgestrichen und dann hier in so eine Form gegeben. Und ja, jetzt mariniere ich hier den Rucola schön. So. Marinieren. Da haben wir noch ein paar Tomatenwürfel übrig, die gehen wir auch noch rein. Ich sage, da kann man sich immer spielen, wie man das anrichten will, wie man das. Hier ein bisschen den Rucola her. So, jetzt so wie wir hier mit dem so, zwei so Chips. Und dann kann man eben, wie noch belieben, kann man entweder ein bisschen Pesto noch rumstreichen, ein bisschen Balsamico-Glacé, aber ich habe hier halt geräufertes Tomatenöl und ich gebe das noch ein bisschen drauf zum Vollenden des Gerichtes. So, das wäre jetzt meine kleine Vorspeise für Sie.